Hallihallo, Lüle, da bin ich wieder in Assassin's Creed Origins. So, beim letzten Mal habe ich ja hier ein Abenteuer mit Tahaka erlebt. Und zwar kam hier, erstmal habe ich hier die Letopolis entdeckt und dann habe ich ja ihn hier kennengelernt und plötzlich wurden wir angegriffen und auf einmal gab es hier richtig Bambule. So, und jetzt werde ich aber, bevor ich mich mit ihm unterhalte, dann hier mal die örtlichen Nebenquests, glaube ich, machen. Sprich, das wäre hier. Und dann werde ich mir das mal angucken. Diese gesamte Stadt ging in der Zeit unserer Vorfahren an die Wüste verloren. Doch der große Tahaka hat ihre Geheimnisse wiederentdeckt. Er gräbt sie aus. Ha, willkommen! Willkommen in Letopolis. Ich vergesse nie ein Gesicht, aber deins habe ich noch nicht gesehen. Du hast es! Dein neues Heim! Ein Wunder menschlicher Arbeitskraft. Das große Werk beginnt. Nein, das ist nicht wahr. Du weißt es nur noch nicht. Wir geben jedem Neuankömmling ein Haus. Grab es aus und hilf bei den Bauarbeiten. Ein neuer Anfang. Ich bin nicht hier, um im Sand zu leben. Sprich mit einem unserer neuen Einwohner. Vinay. Er weiß, wie befreiend es ist, die Vergangenheit hinter sich zu lassen. Ich kann sie nicht abstreifen wie eine Schlange ihre Haut. Komm, Neb. Bist du bereit zu arbeiten, um dich zu befreien? So, ich soll mich jetzt mit Nehi unterhalten. Dann mache ich das jetzt mal. Bei den Göttern, was soll ich denn nur tun? Frieden, mein Freund. Was ist geschehen? Die Götter haben mich verflucht. Ich verlor meinen Hof und meine Frau an meinem Bruder Yamu. Und jetzt habe ich auch meinen letzten Besitz verloren. Mein Wagen blieb in einem Graben weit vor der Stadt stecken. Als die Nacht hereinbrach, hörte ich schreckliches Gebrüll. Ich ließ sie einfach zurück. Meine armen Ochsen. Alles, was ich noch hatte. Was soll ich nur tun? Gebrüll? Es gibt keine großen Raubtiere hier. Ich bin trotzdem lieber geflohen. Sie waren die letzten Geschenke meines Vaters. Khufu und Kiera. Und ich habe sie dort gelassen. Mit all meinem Besitz. Wenn ich dort entlang komme, werde ich sehen, was ich finde. Und jetzt arbeite du erstmal an deinem Haus. Vielen Dank. Mein Haus kannst du zur Rechten vom Tempeleingang finden. Mögest du auf den Schwingen des Horus fliegen. Ja, irgendwo hier müssen wir hin. Dann würde ich mal sagen, auf geht's. Ja, ist ja gut, Mensch. Ich reite jetzt mal hier in der Wüste. Irgendwo da soll das sein. Okay. Dann bin ich ja mal gespannt. Ganz ruhig. Lasst mal sehen, wie ihr euch verfangen habt. Noch ein Opfer für die Herren der Furcht. Vergießt das Blut des Fremden für die Göttin des Gewitzels! Wer ist besser Eunuch geworden? Das kannst du. Go! Alter. So, den haben wir auch. Ist es eigentlich schwer, so ein Meisteridiot zu werden? Ella. Gute Nachrichten. Ich löse deine Probleme. Hand umdrehen. Alter.
So, haben wir den ersten. Alter. So. Na, geht doch. Geht doch. So. Nicht mit mir hier. So. Dann haben wir da noch und da noch. Dich habe ich auch nicht geräubert, dich auch noch nicht. Na sowas aber auch. Oh, dann bringen wir die Sachen, wa? Gut, dass ich nach euch gesucht habe. Ich fürchte, Nehi wäre sonst tot und ihr werdet jetzt Löwenfutter. Da fahre ich jetzt mal nicht lang, sondern hier lang, weil das ist ja der kürzere Weg. Dann in die Deine. So, Nehi, bitte sehr. Ich hoffe, ich konnte dir helfen. Bayek, du hast Khufu und Kiera gefunden. Dann kann ich ja heute vor Freude weinen. Sieh nur, wie viel du geschafft hast, seit ich gegangen bin. Ich habe etwas Seltsames im Haus gefunden. Es weckt meine Neugier und gleichzeitig jagt es mir Angst ein. Kannst du mal nachsehen? Zeig mal. Als ich den Hauptraum ausgrub, fand ich eine unheilvolle Schrift an der Wand. Alte Schrift. Ich weiß nicht, was sie bedeutet, aber sie jagt mir große Angst ein. Sie ist alt, aber unvollständig. Zu viele Teile fehlen. Ausgelöscht von Zeit und Sand. Glaubst du, denkst du, es ist ein Fluch? Ich frage mal in der Stadt. Na gut, was soll ich tun? Ich weiß nicht, ob ich hier schlafen kann. Alles wird gut. Du solltest mit Ramesu sprechen. Er kennt wirklich jeden in der Stadt und weiß auch über alles Bescheid. Da bin ich mir sicher. Ja, jetzt unterhalten wir uns mal wieder mit diesem Ramesu. Ich bin ja mal gespannt. So, haben wir den Nehi geholfen. Und jetzt dahin. Und mal sehen, was er zu sagen hier hat. So wie der vorhin geredet hat, würde er, glaube ich, nicht viel bei rumkommen, ne? Weil der ist ja eher daran interessiert, dass du herkommst und arbeitest und nichts anderes. Dieses mürrische Gesicht kenne ich doch. Du bist wegen deines Hauses hier. Nein, ich. Du gräbst dir sicher im Handumdrehen ein Haus aus. Genug. In Nehis Haus gibt es seltsame Schriftzeichen. Nichts, was dich sorgen muss, mein Freund. Das haben schon drei andere gesagt. Aber die Zeichen sind zu alt, um sie noch zu deuten. Das sehe ich mir an. Du verschwendest deine Zeit, aber wie du willst. So, also. Dann haben wir hier...
Kurz hier mal hinfliegen, damit wir den da. Den da. So. Ja? Wie kann ich dir helfen? Ramesso sagte, es gäbe seltsame Schriftzeichen in deinem Haus. Ja. Ich fand sie ziemlich unheimlich. Ich glaube, es hat noch jemand so etwas entdeckt. Darf ich sie sehen? Sicher. Geh nur rein. Der Stil sieht ähnlich aus. Vielleicht sind sie Teil derselben Botschaft. Okay. So. Dann gehen wir zu ihr hier, scheinbar. Darf ich dich etwas fragen? Hm? Worum geht's? Nehi hat seltsame Symbole in seinem Haus gefunden, wie du. Darf ich sie mir ansehen? Sicher. Er ist neu hier, oder? Er ist ganz süß, aber er sieht immer aus, als würde er gleich weinen. Sag ihm, dass ich nach ihm gefragt habe. Mein Name ist Nebefer. Nebefer fragt nach Nihi. Na, siehst du. Mehr von der Botschaft. Okay. So. Jetzt haben wir nur noch den da hinten. Na los, lauf, 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 lauf. Guck mal, es ist lustig, ne? Die beiden haben Eingang, ne? Und hier muss ich reinkrauchen. Oh, wecke ich dich jetzt sogar? Tut mir leid. Hallo? Bist du neu hier? Auf der Durchreise, aber einem Rätsel auf der Spur. Gibt es alte Hieroglyphen in deinem Haus? Hat die nicht jeder? Hab mir nichts dabei gedacht. Warum? Bedeuten sie irgendwas? Ich bin nicht sicher. Darf ich sie sehen? Warum nicht? Sag mir, ob ich mir Sorgen machen muss. Noch ein Teil der Botschaft. Die vollständige Botschaft. So, prophetische Nachricht. Ist das eine prophetische Vision? Wenn du einen festen Stand in Letopolis hast, zieh nach Westen zu den Pyramiden. Zwischen den goldenen Dünen liegt der Tempel der Millionen Jahre, bewacht von steinernen Löwenen. Okay, wenn du einen festen Stand hast, siehe nach Westen zu den Pyramiden. Zwischen den goldenen Dünen liegt der Tempel der Millionen Jahre, bewacht von steinernen Löwen. Westen zwischen den goldenen Dünen. Okay. Wo ist dieser Tempel? So. Also, wenn du einen festen Stand hast, dann ab nach Westen. Dann geht das wohl in die Richtung hier. Bewacht von goldenen, von Löwinnen. Goldenen, hätte ich mal gesagt. Ich würde mal sagen. Einen festen Stand und nach Westen. Und dann haben wir da. Straight nach Westen war ja das da. Jetzt sind wir eher nach Süden. Guck mal, das ist straight nach Westen. Aber hier sind ja...
Oh, gut gedacht. Das sind doch hier. Aber von welchem festen Stand? Wahrscheinlich von da oben, ne? Hey, ich werde einen Schädel spalten. Wow. Das bezweifle ich mal. Oh, hier sind die Löwinnen. Immer feste drauf auf die Rübe hier. So, jetzt kann ich mich um den hier kümmern. Um diesen Tempel. Na, siehst du mal, nehmen wir das auch noch mit. Was wollten die Priester mit ihrer letzten Zeremonie erreichen vor so langer Zeit? So. Diese Männer. Sie waren Wap-Priester. Wurden sie getötet? Oder haben sie ihr Schicksal selbst gewählt? Irgendein altes Gebräu ist längst vertrocknet. Ein Gebet. Gebetspapyrus an Sachmit, o löwenköpfige Herrin des Feuers, Tochter des Re. Königin der zwei Länder, Herrscherin über das Haus der Waagschalen, Meisterin von Apophis und Amnet. Sie, die zerstört. Wir beschwören dich in all deinen Namen und an all deinen Plätzen und machen dir diese Stadt zum Geschenk. Blase die Wüste über sie und verschlinge sie. Nimm sie als Ganzes. Halte im Gegenzug deine verheerenden Kräfte von den Pharaonen und dem restlichen Ägypten fern. Die Göttin des Gemetzels. Dieser Ort war also Sachmet geweiht. Letopolis war doch die Stadt von Horus. Letopolis wurde von unseren Ahnen den Göttern geopfert, sodass der Rest des Nils dem Reich der Menschen gehören konnte. Diese Priester haben die, vor der alles Böse erzittert, beschworen und um ihren Schutz gebeten. Indem sie das Gebräu tranken, übergaben sie Sachmet ihr Leben und ihre Stadt. In ihren Augen wäre Tahakas Projekt ein Sakrileg. So, haben wir hier mal was gelernt, ne? So, haben wir noch was? Nö, ne? Raus hier wieder. Alter. Gott. War ja Scarpius. Komm ihm näher. Zwei Skarabäen, ne? Da ist sogar der dritte schon.
So. Zurück zu Nehi. Und ihm erstmal erklären, was hier Faktum ist, ne? Gewöhne mich daran, mit diesen Symbolen zu leben. Nebelfer ist sogar zum Essen vorbeigekommen. Hast du etwas herausgefunden? Das habe ich. Aber ich denke, es wird dir nicht gefallen. Ein Fluch! Ich wusste es! Nein, nicht ganz. Letopolis war ein Opfer an Sachmet. Zum Schutz der Menschen am Nil. Wir haben die Göttin des Gemetzels verärgert. Kein Wunder, dass der Sand sich immer höher auftürmt. Sie will die Stadt zurück. Sind die Verantwortlichen blind oder wahnsinnig? Ich bleibe sicher nicht hier. Vielleicht kommt Nebefer mit mir mit. Was machst du? Mein Aufenthalt hier ist von kurzer Dauer. Du warst freundlich zu mir, als andere es nicht waren. Vielleicht werden wir uns eines Tages wieder über den Weg laufen. Vielleicht. Oh, das war eine nette Geschichte. So. Oder Quest, je nachdem, wie man es nennen möchte. So, und jetzt haben wir hier eine andere Quest. Dann werde ich mir mal die zu Gemüte führen. Auf jeden Fall haben wir hier was über die, über Nepotolis herausgefunden. Ich hoffe, das war der richtige Name. So, und guck mal, was haben wir hier? Irgendwelche Schriftstücke. Ja, mal gucken. Hier, lass mich dir helfen. Was? Hältst du mich für hilflos? Ich bin überrascht, dass eine Frau in deinem Zustand so hart arbeitet. Die Ankunft deines Kindes ist ein Segen. Ach, ich bin kein Zimperlieschen. Oh, tut dir etwas weh? Mein kleines Böhnchen macht sich nur etwas bemerkbar. Meine Arbeiter sind zu lahm. Ich muss dahin und sie antreiben. Lass mich, Nebet. Wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Müssen ihre Arbeit da ein bisschen antreiben. Entschuldigung, Entschuldigung. War nicht meine Absicht. Nee, da komme ich nicht hin. Wo muss ich denn lang? Ah, ja, Entschuldigung. Da muss ich hin. Baba! Ipui! Könnt ihr mich hören? Baba! Ipui! Ich bin hier! Was ist denn los? Mein Bein ist verletzt. Ich weiß nicht, wie schwer. Und Baba? Ich weiß nicht. Ich kann ihn nicht sehen. Hol Hilfe! Bitte! Schnell! Hilf mir! Was ist passiert? Der Tunnel ist eingestürzt. Baba und Ipui sind noch da drin. Wie kann ich helfen? Bist du stark genug, um den Weg freizuräumen? Vielleicht kannst du sie rausholen. Bitte, Ned. Es sind meine Brüder. Warte hier. Ich tue, was ich kann. So. Dann gucken wir mal nach. Da werde ich wohl durchbrechen müssen. So, dann haben wir ihn hier. Hey du, bist du verletzt? Ja, hab mir den Knöchel verstaucht. Mein Bruder Baba arbeitete weiter hinten. Der Tunnel ist eingestürzt. Ich weiß nicht, ob er noch lebt. Ich hol dich erstmal raus. Dann suche ich ihn. Vorsicht. Ich glaube, ich habe ein Zischen gehört. So. Mal das. Ipui! Jetzt kann ich mich um ihn kümmern. Du musst zurückgehen und Baba finden. Schnell! Er ist vielleicht verletzt oder Schlimmeres. Kümmer dich um ihn. Ich werde deinen Bruder finden. Danke, Neb. So. Oh.
Friede, Wadjet. Verzeih, dass ich deine Grünen tötete. Es gab keinen anderen Weg. Das Auge des Kemwer. Unsere wunderbare, prächtige Stadt ist verwickelt in eine Schlacht zwischen Mensch und Gott, dem Fluss und der Wüste, Horus und Sachmet. Als unsere Ahnen sie gründeten, war sie dem großen Schwarzen gewidmet, dem Falken, dessen rechtes Auge die Sonne und dessen linkes Auge der Mond ist. Doch in den letzten Monaten und Jahren ist die reißende Herrin immer näher und näher gekommen. Unser Sommerfestmahl zu ihren Ehren kann sie nicht länger besänftigen. Sie kriecht näher und näher und der Feueratem der Kriegslöwen trägt die Hitze und den Sand der Wüste ins Herz der Stadt. Die Orakel sagen, wenn sie ganz Ägypten für sich erobern und verschlingen, sobald wir kein großes Opfer bringen. Ihre Wapp-Priester haben dem Nomarchen geraten, die Stadt aufzugeben, denn das würde sie milde stimmen. So. Was ich jetzt gerade interessant finde, dass da irgendwie noch mehr Sachen sind, die ich jetzt wohl machen kann hier, wa? Aber kümmern wir uns erstmal um den hier. Hilf, Bab. Bist du verletzt? Nein, ich konnte mich vor dem Einsturz gerade noch hier reinzwängen. Ich hatte keine Ahnung davon. Wir wollten eigentlich den Fluss erreichen. Das ist sehr wahrscheinlich Teil des alten Tempels. Brauchst du Hilfe, um herauszukommen? Es geht mir gut. Ich gehe zurück zu meinen Brüdern und ruhe mich aus. Was ist das hier bitte? So, hilf Bab, melde dich bei Nico. Dann wieder zurück. Jetzt haben wir irgendwie so einen unterirdischen Ort entdeckt. So, den, also so eine Tempelanlage oder sowas. Wird die eigentlich auf der Karte markiert? Oh, ja. Die alte Bibliothek ist das. Okay. Na gut, so Leute, aber das zeige ich euch jetzt in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Ich hoffe mal, es hat euch bis hierhin gefallen. Danke fürs Zugucken, fürs Ertragen. Ne? Ihr kennt das ja. Ihr wisst, wie es geht mit Kommentare, Like und Abo. Vergesst natürlich nicht, die Glocke anzumachen. Schaut auch gerne bei einem meiner Livestreams rein. Und in diesem Sinne, adios und bis denne.